Ahoi Pokebuddies und herzlich willkommen zu weiteren Online-Battles in den Editionen Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Ich hänge hier wieder ab auf dem Kampfblaser und bin auf der Suche nach zwei interessanten und coolen Kämpfen. Mein Gegner hat auf jeden Fall ein nettes Team da, muss ich mal so by the way sagen. Brokkolos hat er da, Zoroark, Nidoqueen, Echnatol, Garados und Flunkiefer. So, wir haben hier zwei Pokémon am Stissel, die eventuell eine Mega-Entwicklung eingehen könnten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Flunkiefer das Mega-Pokémon hier sein wird. Auf jeden Fall haben wir die Pokémon Metagross, Scaraborn, Noctu, Magbrand, Nidoqueen und Silvaro. Ja, mit Silvaro würden wir eigentlich, ja, ich glaube eine gute Figur abgeben. Ich bin gerade am überlegen, ob ich auch gleich mit Silvaro anfangen sollte. Ne, ich fange an mit Nidoqueen, wegen den Tarnsteinen. Ja, die meisten Pokémon haben physische Attacken am Stissel. Daher würde ich mal sagen, dass wir Metagross mitnehmen. Der Verteidigungswert von Metagross ist ziemlich nett auf dem 50. Level. Ich glaube 150. Der Wert müsste 150 betragen. Checken wir mal ganz kurz ab. Aber erstmal gucken wir uns an, mit welchem Pokémon der Gegner anfängt. Okay. Komm schon. Nidoqueen. Ah, alles klar. Er hat ja auch ein Nidoqueen dabei. Ich habe auch ein Nidoqueen dabei. Tarnsteine gegen Tarnsteine. Oder soll ich direkt eine Eisstrahlattacke einsetzen, um dieses Nidoqueen ordentlich zu freezen? Ja, normalerweise sollte man Nidoqueen mit dem Wesen mäßig spielen. Aber ich habe es tatsächlich mit dem Wesen scheu. Warum? Ich hatte mir eigentlich ein Nidoking gezüchtet gehabt. Und ja, dabei ist auch so Nidoqueen entstanden mit dem Wesen Scheu. Deswegen habe ich es auch jetzt im Team. Ah, okay. Doch nicht 150, sondern 151. Ja, ist doch nett. Das ist tatsächlich nett. Und ja, so schaut die Lage bei Nidoqueen aus. Silvaro hat auch eigentlich einen netten Angriffswert. Alles klar. Ich würde mal sagen, dass wir auf die Tarnsteine verzichten und doch direkt Eisstrahl einsetzen. Vielleicht rechnet er damit und nimmt deswegen sein Nidoqueen raus. Okay. Okay. Nidoqueen wollte unbedingt die Tarnsteine loswerden. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, da wir eben dieses Nidoqueen outspeedet haben, Giftschleimer, okay, setzen wir wieder Eisstrahl ein, aber erstmal checken wir nochmal das Team ab. Ich frage mich, ob sie vielleicht Garados oder Flunkiefer am Start hat. Weil dann würde die Eisattacke jetzt nicht so viel bringen. Die anderen Pokémon würden dann ansonsten normal getroffen werden. Wollen wir dieses Nidoqueen down kriegen? Auch die Tarnsteine einsetzen? Oder doch Erdkräfte einsetzen, falls sie zu Flunkiefer rübergeht? Oder zu Brokkolos? Wobei Brokkolos, könnte aber auch tatsächlich zu Garados rübergehen. Er meine ich. Aber ob er jetzt sein Nidoqueen zurücknehmen würde? Ach kommt Leute, ich setze mal Eisstrahl ein. Ich meine, man hat so viele Optionen hier. Man kann Tarnsteine einsetzen, man kann Eisstrahl einsetzen, Erdkräfte. Ach schade ey. Erdkräfte hätte ich einsetzen sollen, wa? Ja, okay, der Bedroher. Oh, aber der Damage ist dennoch nice. Schade, kein Freeze. Kein Freeze. So. Ich habe mir neulich selbst ein Flunkiefer gezüchtet gehabt. Wie waren nochmal die Werte vom Flunkiefer? Ich frage mich, ob es sich lohnt, einmal Erdkräfte einzusetzen. Welche Attacke könnt ihr denn Flunkiefer einsetzen? Hat es eine Psycho-Attacke? Kann es Eiszahn? Also Feuerzahn kann es. Feuerzahn oder Feuerschlag. Das bedeutet, Silvaro und Metagross wären jetzt, ja, nicht die geeigneten Kampfpartner oder Kampfgegner. Ach, wisst ihr was? Wir bleiben einfach mit Nidoqueen im Kampf und setzen mal Erdkräfte ein. Ich glaube, die Tarnsteine werde ich jetzt nicht los. Flunkiefer wird zurückgerufen. Warte mal, kommt jetzt Garados? Heftig, Mann, der spielt gerade mit mir.
Das war jetzt gerade tatsächlich die Chance. Harnsteine einzusetzen, ey. Nicht schlecht. Der hat mich durchschaut. Der hat mich tatsächlich durchschaut. Ja, Donnerblitz habe ich jetzt nicht im Set. Okay, Gyarados ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schnelles Pokémon. Ich frage mich, ob das jetzt ein Gyarados mit dem Item Überreste ist oder doch mit dem Megastein. Ja, jetzt habe ich echt ein kleines Problem. Schade, dass ich die Tarnsteine nicht losgeworden bin. Also eine Wasserattacke von Gyarados werden wir höchstwahrscheinlich nicht aushalten. Wir können uns hier nochmal den Verteidigungswert von Nidoqueen uns einmal anschauen. 107. Na, egal, dann setze ich selbst jetzt die Tarnsteine ein. Ich denke, Gyarados wird jetzt eine Wasserattacke einsetzen. Okay, wir sind schneller, das ist schon mal sehr gut. Dann sind wir auch die Tarnsteine losgeworden und jetzt müsste die Wasserattacke kommen. Siedewasser. Siedewasser? Ist das ein spezielles Gyarados? Okay. Na, immerhin konnten wir die Tarnsteine loswerden. Okay. So, Siedewasser. Sprungfeder vielleicht auch. Erdbeben auch vielleicht. Ja, das ist jetzt alles so problematisch. Soll ich so Metagross rüber oder soll ich so Silvero rüber? Ich meine, Silvero hat eine Z-Attacke am Schlüssel. Und Metagross hat das Item Ballband. Und Flunkiefer war das zweite Pokémon. Und Nidoqueen auch. Also, das zweite Pokémon war ja Flunkiefer. Das erste war Nidoqueen. Gyarados war jetzt das dritte. Ich würde mal sagen, wir gehen tatsächlich rüber zu Metagross. Ich will mal noch mal ganz kurz die Initiative von Metagross mir anschauen. Und dann noch mal die Initiative von Nidoqueen. Okay, 134. Nidoqueen 135. Ob wir mit diesem Metagross Gyarados outspeeden können? Wir probieren es einfach aus. Ich hoffe, dass wir auch treffen. Mal gucken, ob es jetzt an einem Punkt scheitern wird. Jetzt auf die Geschwindigkeit bezogen, auf das Outspeeden. Okay, gut. Treffer ist drin. Ballband. Ja, nice. Ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Was machst du jetzt? Also, wenn du jetzt zu Flunkiefer rübergehst. Ja. Ich denke, dass dieses Flunkiefer ein Mega Flunkiefer sein könnte. Da wegen der Fähigkeit von Metagross bringt so eine Fähigkeit wie Bedroher nichts. Der Angriffswert wird nicht abgesenkt. Super. Okay. Ja, diese Attacke trifft nicht sehr effektiv. Das Ding ist, wenn Flunkiefer tatsächlich eine Feuerattacke am Start hat, dann wäre das nicht so gut für Silvero. Und die einzige Attacke, die effektiv ist, wäre Schattenfessel. Dann der Z-Form wiederum. Weiß nicht, soll ich hier mein Pokémon aufopfern? Oder Metagross doch rausnehmen? Ich glaube, ich mache es. Aber was ist, wenn Flunkiefer eine Feuerattacke am Start hat? Das wäre überhaupt nicht gut. Aber auf der einen Seite haben wir ja die Tarnsteine draußen. Falls wir dieses Flunkiefer down kriegen sollten, dann können wir Nidoqueen auch irgendwie down kriegen. Aber dann müssten wir Patronenhieb einsetzen. Weil Nidoqueen könnte Erdkräfte einsetzen. Aha, okay, da ist die Mega-Entwicklung. Ja, jetzt ist die Frage, ob da eine Feuerattacke kommen wird. Ich meine, oder Tiefschlag? Tiefschlag, könnte Flunkiefer Tiefschlag einsetzen? Ja, nice. Tiefschlag habe ich gerade total... ja, beiseite gelegt. Okay, hier würde sich tatsächlich jetzt die Z-Attacke lohnen. Ich könnte auch Tiefschlag einsetzen, aber es würde Flunkiefer nicht sehr effektiv treffen. Was ist, wenn er mit Flunkiefer doch zu Nidoqueen rausgeht? Aber dann würde Flunkiefer wieder Damage abkriegen, wenn es wieder in den Kampf geschickt wird, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir tatsächlich hier die Z-Attacke einsetzen. Schattenpfeilregen. Von dem Inselkönig Hala kann man dieses Z-Kristall bekommen.
Okay. Und ja, sehr gut, Silvaro, sehr gut. Schöne Z-Attacke. Immer an die Z-Kristalle denken, Leute. Und natürlich auch an die Megasteine. So, jetzt kommt Nidoqueen. Und die Tarnsteine werden jetzt, ja, Damage machen. Und den Rest werden wir dann, wenn wir das jetzt mit Silvaro nicht hinkriegen, mit Metagross, mit der Patronenhieb. Attacke beenden. Ja, aber ich bin gerade am überlegen. Wartet mal. Ich check ganz kurz nochmal die Initiative von Silvaro. Ja, das schadet ja nicht, wenn man zwischendurch mal reinschaut. 134. Dieses Nidoqueen hat das Item Überreste. Ich meine Giftschleim. Soll ich Tiefschlag einsetzen? Ich mach mal. Der Kampf wurde aufgegeben. Okay, alles klar. Okay, aber ich bin der Meinung, dass das dann noch ein netter Kampf war. Ich meine, dieser Kampf hat gute 10 Minuten gedauert. Da würde ich sagen, dass ich diesen Kampf auf jeden Fall in diesem Video drin lasse. Ansonsten würde ich sagen, ich mache mich mal jetzt kurz auf die Suche nach einem weiteren Gegner. Und sobald ich fündig geworden bin, bin ich dann wieder back. Bis gleich, Leute. Okidoki, Leute. Ein neuer Gegner. Diese Person hat die Pokémon Arcani, Aerodactyl, Boyelin, Blitzer, Folliporba und ein Alola Vulnona. Ich habe wieder dasselbe Team dabei. Eigentlich hatte ich noch ein Team extra für dieses Video vorbereitet gehabt, aber ich habe das eben gerade irgendwie vergessen auszuwählen. Mache ich dann im nächsten Video. Okay, gut. Mega Aerodactyl, Blitzer ist extrem schnell. Wollen wir wieder mit Nidoqueen leaden? Oh, ich muss mal jetzt überlegen, welche Pokémon ich mitnehmen sollte. Nee, also Noctu würde sich hier nicht lohnen. Magbrand auch nicht, Scaraborn auch nicht. Ich glaube, ich nehme wieder dieselben drei Pokémon. Weiß nicht warum, aber die anderen... Okay, wir nehmen Scaraborn diesmal mit, ja? Anstatt, dass ich jetzt Silvaro mitnehme, nehme ich Scaraborn mit. Eigentlich hätte ich sehr gerne Silvaro mitgenommen, aber auf der einen Seite denke ich mir... Es wäre cool, wenn ich immer wieder in den neuen Online-Battles, beziehungsweise immer wieder in den neuen Kampfvideos halt immer wieder neue und andere Pokémon zeige oder Pokémon benutze, die ich in den letzten Videos nicht benutzt habe. Das ist cool für mich und das ist cool für euch. Und ich finde, das ist auch gut. Also, das schaut man sich, glaube ich, gerne an. Okay, das war klar. Ein Arcani. Drower. Stromstoß. Bringt nichts. Feuerattacke. Turbo-Tempo. Ich würde mal sagen, dass wir diesmal selbst die Tarnsteine einsetzen, wie der vorherige Kollege. Erdkräfte werde ich jetzt erstmal nicht einsetzen, weil es kann ja sein, dass er Aerodactyl dabei hat. Und vielleicht geht er jetzt auch zu seinem Aerodactyl rüber. Okay, Arcani wird zurückgerufen. Ja, das war klar. Gut, dass ich diesmal keine Attacke eingesetzt habe, mit der ich halt das gegnerische Pokémon nicht treffe. Okay, aber diesmal haben wir die Tarnsteine als erstes so eingesetzt. Das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, Arcani wird ein krasses Problem damit haben. So, ist das jetzt ein Mega-Aerodactyl? Wenn ich jetzt Nidoqueen rausnehme, gibt es da ein kleines Problem. Aerodactyl könnte eventuell die Attacke Verfolgung drauf haben. Und ja, in der Mega-Form noch dazu könnte es auf jeden Fall hinkommen, dass Nidoqueen eventuell KO'd werden könnte. Muss nicht sein, aber kann auf jeden Fall passieren. Ja, Metagross wäre auch ziemlich gut. Also das wäre eine gute Wahl hier, aber Unlichtattacke trifft es auch sehr gut. Aerodactyl könnte auch eine Bodenattacke drauf haben. Mit Scaraborn bringt das ehrlich gesagt nichts. Wobei schon, aber eine Flugattacke, das war's. Ja, jetzt habe ich tatsächlich ein kleines Problem, Leute. Dieses Mega-Aerodactyl, beziehungsweise dieses Aerodactyl, macht mich gerade tatsächlich zu schaffen. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Mega-Entwicklung machen wird. Ja, da ist sie. Ja, heftig, Mann. Also, wenn da jetzt Verfolgung kommt, wäre das schön. Aber da könnte jetzt auch eine Bodenattacke kommen. Ja, schade, ey. Und noch in der Mega-Entwicklung. Krass. Oh, aber ganz knapp. Ganz knapp haben wir das noch überlebt. Ganz knapp.
Und hat ausgereicht. Yeah, nice, darüber freue ich mich. Dieses Pokémon haben wir down gekriegt. Das war gut, dass wir es mit Nidoqueen einfach mal mit der Eisstrahlattacke KO'en konnten. Jetzt kommt Boiling. Okay, ein Wasser-Pokémon. Ja, hier lohnt es sich tatsächlich rauszugehen. Mal überlegen, eine Wasserattacke. Siedewasser vielleicht? Siedewasser wäre jetzt wegen der Verbrennung nicht gut für Scaraborn, auch für Metagross nicht. Beide Pokémon sind physische Angreifer. Nidoqueen irgendwie noch für später aufbewahren, das wäre nicht unklug. Aber mit Scaraborn könnte ich eigentlich Boiling KO, da es die Fähigkeit Adrenalin hat und noch das Item Heiß Orb trägt. Das Ding ist, vielleicht können wir Nidoqueen wirklich für später nochmal gebrauchen, zum Beispiel gegen Arcani. Es sei denn, Arcani hat Turbo-Tempo drauf, dann mach's gut, Nidoqueen. Okay, mal gucken. Aqua-Durchstoß. War das doch eine physische Attacke, oder? Ja. Oh. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja sowieso die Verbrennung. Ach, Mann, Leute. Manchmal sage ich Sachen, ne, in den Videos. Da frage ich mich später, was rede ich da? Wieso sage ich gerade, es wäre nicht gut, wenn Scaraborn von der Siedewasserattacke getroffen wird. Es kann sich ja verbrennen. Aber ich habe doch diesem Scaraborn selbst das Item Heiß Orb gegeben. Mann, manchmal bringe ich Sachen, ne? Oder ein Pokémon setzt eine Z-Attacke ein und nach der Z-Attacke frage ich mitten im Video, ist es ein gescarftes Pokémon? Mann, ey. Also bitte nicht wundern, ich kriege das selbst nun wieder mal mit. Aber ihr könnt mich sehr gerne darauf anschreiben oder mir Bescheid geben, gar kein Problem. So, jede Attacke trifft effektiv, Fassade macht jetzt mehr Damage wegen der Verbrennung. Okay, gut. Ich dachte, da könnte jetzt eine Prio-Attacke kommen von Boilins Seite aus. Und das war's. Ja, Leute. Pokémon mit der Fähigkeit Adrenalin sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und einfach mal nicht so zur Seite legen, sondern sich mit der Fähigkeit beschäftigen und das passende Item dazu finden. Okay, hier in diesem Fall lohnt sich Heiß Orb, weil meine, wenn jetzt Scaraborn vergiftet wäre, dann würde es die schneller Kraftpunkte verlieren. Okay, so. Was wird jetzt Arcani tun? Warte mal, Arcani könnte auch gleich eine Feuerattacke einsetzen, falls sich der Gegner denkt, hey, vielleicht wird der Kanscha doch nochmal zu Metagross rübergehen, weil er seinen Scaraborn nicht aufopfern möchte. Will ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich setze nochmal Fassade ein und lass mich überraschen. Ich meine, Scaraborn ist schon ein ziemlich schnelles Pokémon, so ist es nicht. Es hat das Wesen froh, 252 EV-Punkte verteilt im Initiativewert, beziehungsweise im Initiativebereich. Okay, alles klar. So, jetzt müssten wir aber dieses Arcani down kriegen. Entweder mit Nidoqueen oder mit Metagross. Die haben ja die Prio-Attacke Patronenhieb. Da würde ich sagen, dass wir auch gleich die Attacke einsetzen. Bevor irgendwie Arcani gegen Nidoqueen Turbo-Tempo einsetzt und ich dann auf einmal anfangen werde zu, naja, nicht verzweifeln, aber oh nein, wie kann das sein? Das lief doch gerade so gut und auf einmal habe ich nur noch einen Pokémon. Ich hoffe, er gibt nicht auf. Sehr schön. Respekt. Ich meine, ich hätte jetzt das nicht irgendwie übers Herz bringen können, wenn ich jetzt zwei Kämpfe in einem Video, beziehungsweise zu einem Video zurechtgeschnitten hätte mit dem Ende, dass der Gegner aufgegeben hat. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so schön. Aber ich meine, die Kämpfe waren schon ziemlich nice. Dieser Kampf ging knappe 8 Minuten und der vorherige Kampf knappe 10 Minuten. Also ist das doch mal ein nettes, saftiges, langes Video für den Nachmittag oder für den Abend. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, mit dem Pokémon, mit den Attacken, mit den Taktiken, Techniken, Strategien, wie auch immer. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, schreibt es sehr gerne in die Kommentare rein oder schaut bei mir gerne auf dem Discord-Server vorbei oder schreibt mir auf Discord, wie ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht es gut und tschüssi, Leute.